Das ist die Web Talk Show. Ich bin Nico Gutier und heute zu Gast ein Schauspieler, den ihr garantiert schon mal gesehen habt. Und ich freue mich, dass du da bist. Christian Karmann, wie geht's dir und wo bist du? Ja, danke. Freut mich sehr, auch hier zu sein. Es hat ja ein bisschen gedauert mit uns, aber jetzt ist es endlich soweit. Mir geht es ganz gut so. Wir sind alle in der Familie noch ein bisschen Corona gebeutelt. Und ich hatte es vor kurzem schon wieder. Meine Tochter ist jetzt gerade hier in Isolation, kann nicht zur Schule gehen. Insofern, aber es geht aufwärts. Aber Covid-19 hat dich natürlich sehr, sehr schwer getroffen. Wie war das erste Mal, als du infiziert warst? Ja, ich hatte halt einen sehr schweren Verlauf mit Koma. Letztes Jahr, im März war das. Und also am 12. Mai war ich positiv und bin am 18. Mai, ich war da 6 Tage in Quarantäne noch, und bin am 18. Mai musste ich ins Krankenhaus, weil ich halt 41 Fieber hatte. Und auch dann keine Luft mehr bekommen habe. Und dann sagten mir die Ärzte, dass ich am nächsten Tag ins Koma verlegt werden muss. Was fühlt man da? Keine Ahnung, das ist, kann man gar nicht beschreiben. Das hält auch noch ewig nach und so weiter. Und also ich bin froh, dass ich es überlebt habe, weil es war wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe ja auch leider meinen Vater dadurch verloren. Der ist 3 Tage später in Köln im Krankenhaus verstorben. Ich kann es dir nicht sagen. Man versucht damit irgendwie klarzukommen, sich zu freuen, dass man es überlebt hat und es zu verarbeiten. Aber es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Irgendwie hast du es, glaube ich, für die Menschen teilweise greifbar gemacht. Dadurch, dass du das erlebt hast und eben auch darüber gesprochen hast, fiel es oder fällt es dir leicht, darüber zu reden, oder ist das schwer? Nee, es fällt mir leicht, darüber zu reden. Aber trotzdem, also es gibt natürlich Leute, die haben da Anteil genommen oder die haben es auch verstanden. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die haben mir vorgeworfen, ich hätte das gefaked oder es wäre gar nicht so schlimm gewesen. Oder es gab auch Leute, die sich gefreut haben, dass ich es so bekommen habe oder das so ausgedrückt haben. Also es ist unsäglich. Und ja, ich rede da gerne drüber, weil man kann das einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn es viele Leute halt nicht schwer hatten, aber man sieht an mir, ich war noch im Check-up und habe verschiedene Vorsorgeuntersuchungen gemacht, zufälligerweise, so wie alle paar Jahre, und da war noch alles okay bei mir. Und dann hat es mich trotzdem, weil ich natürlich auch nicht geimpft war, so weggerissen. Ne? Und als du dann das zweite Mal Covid hattest, was hast du da gedacht? Naja, dass das wiederkommen kann, das habe ich ja irgendwie auch erwartet, also dass man das nicht nur einmal hat, aber ich habe wirklich nicht erwartet, dass es mich trotz der Omikron-Variante jetzt auch nochmal so wegkesselt. Also ich hing wirklich 10 Tage richtig, richtig krank hier zu Hause, hatte wieder fast 40 Fieber, tierische Gliederschmerzen, Erschöpfung und so weiter. Es mir ging mir richtig, wie bei einer schweren Influenza-Grippe, ging es mir richtig schlecht. Dann hoffe ich jetzt sehr, dass du verschont bleibst. Ja. Und wieder viel und arbeiten kannst, weil es kommt ja ein bisschen was mit dir demnächst. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen was über Asbest. Asbest ist eine 5-teilige Serie für die ARD. Das ist eine Geschichte über einen 19-jährigen Jungen aus Clan-Umfeld. Also es spielt natürlich in Berlin, Neukölln, Kreuzberg etc. Und dieser Momo geht stellvertretend für seine Familie, für die Taten seiner Familie, die illegalen Machenschaften, geht er in den Knast. Und als 19-Jähriger hat er natürlich da erstmal nichts zu lachen und geht darum, zwischen der Innenwelt des Knastalltags und seiner Familie und allen Leuten, die da so dranhängen, über Korruption im Knast, die Hierarchien und so weiter. Eine sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, 5 Teile, auch ausgelegt sicherlich zu einer nachfolgenden Staffel. Und ja, da spiele ich den Vater der weiblichen Hauptfigur. Ah, Regie hat geführt Kida Koda Ramadan, ja. Die kennen wir natürlich alle aus 4 Blocks. Mhm. Und Jan-Georg Schütte, der Großartige, war hier auch schon zu Gast. Es gab dann Wiedersehen mit euch, ne? Was hat er da gemacht? Ja, er spielt da, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das verraten soll, was der da spielt. Also er spielt einen Polizeibeamten. In 4 Blocks hat er ja einen Kokain-Dealer gespielt. Und diesmal ist er wieder auf der anderen Seite des Gesetzes. Und und wir haben uns da wieder getroffen. Ich habe mit ihm 2017 den tollen Film Klassenfilm gedreht. Klassentreffen, ne? Ja, Klassentreffen. Ja, Klassentreffen. Also nicht den Til-Schweiger-Film, also Klassentreffen von Jan-Georg Schütte.
Ja, und da haben wir uns wieder gesehen. Und er hat ja auch schon öfters mit Kida gedreht. Und war wieder sehr schön, ihn wiederzutreffen. Ich bin gespannt. Ich freue mich immer, wenn ich einen Georg Schütte sehe, weil er ist so anders. Das ist einfach großartig. Ja. Du bist 1995 bist du nach New York gezogen, ne? Mhm. Warum? Um nochmal auf die Schauspielschule zu gehen. Ich hatte ja die ganzen Jahre vorher in meiner Kindheit oder dann auch Anfang der 90er noch in Deutschland gedreht und ich wollte auch mal eine Zäsur machen. Ich hatte das Studium eigentlich schon viel früher vor, aber ich hatte dann so gute Angebote, dass ich dann die natürlich immer wieder wahrgenommen habe. Und dann war es aber 95 soweit und da bin ich dann übergesiedelt und habe dann dort begonnen zu studieren. War eine super Zeit, war eigentlich so eine der schönsten Zeiten meines Lebens. 3 Jahre, glaube ich, ging das Studium. Bist du noch länger geblieben? Für 3,5 Jahre und ich bin noch ein bisschen länger geblieben. Und ich habe ja dann auch später dort eine Theaterproduktionsfirma geleitet oder aufgemacht mit 2 Freunden. Und so haben wir die Jahre danach auch immer mal Produktionen dort gemacht. Aber ich bin dann eigentlich hauptsächlich wieder nach Deutschland zurückgesiedelt, um natürlich auch hier wieder zu arbeiten als Schauspieler. Und das war die German Theater Abroad. Genau. Gibt es die noch oder ist die weg? Nein, die gibt es nicht mehr. Das liegt auch daran, dass mein einer Partner oder unser Partner ist leider verstorben 2014. Und ja, wir hatten dann einfach auch Schwierigkeiten, diese transatlantischen Projekte zu fördern, also gefördert zu bekommen und so weiter. Und irgendwann hatte jeder so seine neue Agenda. Und das haben wir dann irgendwann aufgegeben, das Projekt. Blood and Gold gibt es ab 2023 bei Netflix, da bist du auch dabei, ne? Da ist der Zweite Weltkrieg im Fokus. Ja, es ist ein ganz tolles Zweiter Weltkrieg-Epos, eigentlich ein vom Genre her ein Western. Auch hier kann ich nicht zu viel verraten. Dann trage ich ein bisschen was vor, was das Internet schon verrät. Der Zweite Weltkrieg ist in den letzten Zügen, als sich ein deutscher Deserteur auf dem Weg nach Hause macht, um zu seiner einzig überlebenden Tochter zu kommen. Dabei gerät er ins Visier einer kleinen SS-Truppe, die auf der Suche nach einem geheimnisvollen jüdischen Goldschatz ist. Kannst du verraten, wen du spielst? Ja, ich, wie soll ich das verraten? Da darf ich ja nicht zu viel verraten. Also auf jeden Fall, ich bin am Anfang des Films in der SA und mit mir passiert unheimlich viel. Und ich habe natürlich auch mit der Suche nach dem Gold auch was zu tun. Mehr kann ich nicht verraten. Ist halt so. Ne? Manchmal darf man wirklich nichts verraten, aber da freue ich mich schon drauf. Und weißt du, worüber ich mich auch sehr gefreut habe? Dass du in der Folge Die Geister, die Helga riefen, nochmal zurückgekehrt bist. Kurz vor Serienende der Lindenstraße. Also ja, ja. Das war ein ganz schöner Gag. Das war eine unfassbare Folge. Helga Beimer ist ins Koma gefallen oder die hatte eine Rauchvergiftung und war in so einem täglich grüßt das Murmeltier-Ding gefangen. Und plötzlich tauchten Charaktere auf, die entweder tot waren oder gar nicht mehr da oder beides. Und da warst eben plötzlich du und der Blick von Marie-Louise Marian, als sie deine Figur, als sie ihren Benny in dem Moment sieht, das war so abgefahren. Wie war es denn für dich, da nochmal zurückzukehren zum Ende? Ja, das war sehr interessant und spaßig, weil natürlich auch diese Traumsequenz war mal irgendwie was anderes. Ne? Wir haben ja da sehr viel mit Nebel gearbeitet und diesen, wie soll ich sagen, so diesen Träumen, dieser Fantasien. Und das hat schon Spaß gemacht, vor allen Dingen natürlich auch im Zuge des Endes der Serie. Ne? Also da nochmal einen Schlusspunkt zu setzen. Das klingt komisch, aber war das entspannt und einfach für dich zurückzukehren? Aber war es so ein bisschen, ich bin mal wieder hier? Nein, sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht. Das war ja eigentlich auch eine Anfrage und dann habe ich gedacht, den Spaß mache ich mit. Es war ja auch klar, dass ich da nur einen Auftritt habe, wie viele andere Leute, die in der Serie schon raus waren. Und insofern habe ich den Spaß mitgemacht. War für mich kein Problem. Aber ich glaube, das Medienecho war wegen deiner Person am größten, oder? Kann sein, habe ich jetzt nicht so beobachtet. Aber ja, weil ich natürlich dann schon lange Zeit weg war, war das natürlich schon etwas Besonderes, nehme ich mal an. Und wirst du heute noch oft auf die Lindenstraße angesprochen oder hat es irgendwann mal nachgelassen? Es hat natürlich nachgelassen, weil es gibt die Serie schon nicht mehr. Die ganzen Jugendlichen kennen die Serie kaum noch, weil sie nicht mehr geguckt haben oder einfach nicht so alt sind. Aber bei den Leuten meiner Generation oder also auch Fans, die jetzt dann damals halt Jugendliche waren und heute auch selber erwachsen sind, die das dann noch mit ihren Eltern geguckt haben, die sprechen da schon noch mal gerne drüber. Und hast du viele gute Erinnerungen oder geht's so? Ja, ich habe auch schöne, gute Erinnerungen. Also es war natürlich auch für mich als Jugendlicher
schon mal belastend neben der Schule, aber dadurch bin ich zum Schauspieler geworden, hat mir eine Menge eröffnet und ich habe eine Menge erlebt und gelernt. Und es ist ein sehr, wie soll ich sagen, intensives Erlebnis gewesen über die Jahre. Hatte auch mal seine schlechten Seiten, aber auch seine durchweg positiven. Und wie geht's jetzt weiter bei dir, Christian? Ja, ich gucke mir gerade neue Projekte an und kann da noch nicht so drüber reden, weil sie noch nicht in Stein gemeißelt sind. Und jetzt kommen erstmal diese beiden Sachen. Also ich nehme an, ich habe jetzt gehört, Asbest kommt im Januar, zuerst in der Mediathek. Und Blood and Gold kommt Anfang auch 23. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich dich sehe. Und ich hoffe, dass wir dich in den nächsten Jahrzehnten noch in ganz vielen Sachen sehen. Heute erstmal in der Web-Talk-Show zu Gast. Vielen Dank für deinen Besuch, Christian Karmann. Ja, ich danke dir auch. Gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Christian, heute ist der Tag. Du hast auch noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt: Wir haben, glaube ich, alle in den letzten 1, 2, 3 Jahren gelernt, dass alles, was man so denkt, was safe ist und was okay ist, was sich nicht ändert, das ist alles wahnsinnig wackelig. Deswegen Sätze wie, genieß das Leben wirklich jeden Tag und sag Leuten, die dir wichtig sind, dass sie dir wichtig sind. Es klingt immer so banal und so dahergesagt, aber ey, wirklich, guckt, dass ihr überlegt, wie gut es einem eigentlich geht. Und alleine morgens ohne Schmerzen aufzuwachen, ist ein unfassbarer Jackpot. Das weiß man, glaube ich, erst richtig zu schätzen, wenn es nicht mehr so ist. Deswegen seid einfach dankbar über die Umstände, wenn sie denn gut sind bei euch. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Christian Karmann. Bis dann. Ist klar, wir haben jetzt alle sehr schwere Zeiten. Aber wie du es schon gesagt hast, geht es uns in Deutschland ja noch verhältnismäßig gut. Also unsere größten Probleme sind halt die Preise im Supermarkt oder den Strom- oder Gaspreis. Aber anderen Leuten fliegen halt die Bomben auf den Kopf oder die müssen aus ihrem Land flüchten. Und klar ist es für uns auch jetzt schwer. Wir merken auch diese Auswirkungen. Aber ich glaube, wenn man eines appellieren kann, ist, dass wir den Anfang machen müssen, einfach auch in der Situation, in der wir leben, auf uns einander, auf ein bisschen mehr gegenseitig aufzupassen, toleranter zu sein und Empathie zu haben und nicht immer versuchen, einen Sündenbock zu suchen für die Umstände, die gerade herrschen. Und ich denke, da können wir auch dann diese Krise durchleben. Aber wenn sich die Leute untereinander streiten und gehässig sind und mobben, funktioniert das nicht. Wenn das vielleicht die Gedanken sind, die da mir zu einfallen.